Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück bei Outlast. Das Gruseln geht wieder mal weiter. Wir sind das jetzt mal hier stehen geblieben, finden einen anderen Weg in die Duschen. Mal schauen, ob wir das so einfach finden werden. Oh shit, Billy kommt wieder. Komm schon, geh vorbei. Komm schon. Ich denke mal, wir müssen dorthin, wo er die Treppe runtergekommen ist. Deswegen können wir auch einfach die Beine in die Hand nehmen und rennen. Ach komm. Nee, nee. Fuck. Scheiße, scheiße, scheiße. Go, 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 go! Oh shit, der kann ja hier durchkommen. Fuck. Bück dich! Boah, mein Gott, fuck you! Kleiner Bastard. Oh nein. Gefällt mir das hier gar nicht. Fuck. Ich will dir helfen. Ich hasse es, wenn so viele Geräusche überall sind. What the hell bist du? Psycho hier alles. Oh Mann. Die Leute hier tun mir auch etwas leid, wie sie aussehen. Ja, komm ins Licht, dann verrat mir das Geheimnis. Ja, ich höre. Ich höre! So ein Schwein. Okay, ich stelle mal keine Fragen. Jeder hat Bedürfnisse. Oh, fuck you.
Ja, der ist jetzt tot. Ey, ich weiß doch ganz genau, dass der mich gleich packen wird. He did not kill her enemies. Witness. Alter Schwede. Nachruf unter the Denver Eagle. Rudolf G. Wennecke, Dr. Rudolf G. Wennecke, Alter 90, verstarb am 28. Februar 2009 in Ausübung der Arbeit, die er liebte. Er wurde 1918 in München, Deutschland geboren und erlangte großes Ansehen in mathematischen und wissenschaftlichen Kreisen durch die Veröffentlichung eines Artikels in Kooperation mit dem frühen Computerpionier Alan Turing. Nach ungeklärten Verstrickungen mit den deutschen Kriegstreibern wanderte er 1949 dank eines Visums des State Departments in die Vereinigten Staaten aus. Nach etlichen Jahrzehnten der Forschung im Auftrag der Regierung in Los Alamos setzte sich Dr. Wernicke in New Mexico zur Ruhe, wo er sich der Landschaftsfotografie und der Pflege seiner Katzen widmete. Kurz nach der Jahrtausendwende kam er nach Colorado, um sich an den Wohltätigkeitsprojekten der Murkoff Corporation zu beteiligen. In einer Erklärung des Konzerns wird Dr. Wernicke als ein wahrer Menschenfreund mit einem großzügigen Wesen bezeichnet. Er hinterlässt keine Hinterbliebenen. Okay, wir brauchen wieder mal eine Karte. Dann geht's wohl einen Stock höher. Hier gibt's eine schöne Batterie. Da sage ich nicht nein. Junge, komm nicht so auf mich zu. Yo! Okay, der hinter mir. Ich wusste es. Ich hab's gewusst. Alter, diese Geräusche überall. Warte, ich muss ganz kurz was machen. Okay, links. Batterie aufladen können wir auf diese Taste legen. Ja, besser. Ich bin bloß auf Durchreise. Lass ich auch schon in Ruhe. Okay, follow the blood. Hieß es ja. Also müssen wir jetzt hier runter. Wallrider. Das Wort Wallrider taucht hier überall auf. Murkoff hat hier ein Experiment durchgeführt, das Projekt Wallrider heißt. Aber die Patienten sprechen von Wallrider, als ob es eine physische Präsenz wäre. Ein Geist oder ein Dämon? Etwas, das sie im Berg gefunden haben. Ich würde es gerne als schizophrene Einbildung abtun, aber ich habe etwas gesehen. Vielleicht. Vielleicht war es eine kleine Störung in der Kamera. Oder vielleicht werde ich auch langsam verrückt. Wohl eher das zweite. Okay. Türen, die nicht aufgehen, mag ich ja eigentlich ganz gerne.
aber was ist hier zum Teufel passiert? Schaut euch diese Sauerei an. Wallrider, Wallrider, Wallrider. Und eine Hand. Und haut von ganz. Gibt's hier irgendwas? Oh, diese Geräusche. I hate it. Okay, jetzt sind wir irgendwo unter dem Gebäude, wie es mir scheint. Einen Weg aus der Kanalisation. Okay, hier geht's schon mal nicht lang. Und hier auch nicht, das ist gut. Hört auf zu schreien. Der sieht mir tot aus. Fest zumindest. Was war das? Noch ein Dokument. Mit Bleistift auf der Rückseite eines Aufnahmeformulars geschrieben. Handschrift gleicht Schriftstücken des Patienten Vater Martin Archambault. Dieser Gott ist real. Was wir so lange für Geister, Gespenster, Wahnsinn hielten, wir haben es nur absichtlich ignoriert. Die Schuppen auf Sols Augen waren Furcht. Und wenn wir hinter sie blicken, sehen wir wahrhaftig. Dies ist das Geschenk des Wallrider. Das Evangelium des Sands. Die größte Sünde der Welt besteht darin, Gott absichtlich zu ignorieren. Also eine Offenbarung zu erlangen und sie der wartenden Herde vorzuenthalten. Dieser Ort, sich der Erlösung in den Weg zu stellen, ist eine Sünde, für die keine Strafe zu hart ist. Ich hasse so random Geräusche. When you think you understand what's happening here, you're only gonna be halfway down the rabbit hole. It's always been the case that whoever's holding the money gets to say what the truth is. What happens when all the money's gone? It's faith. Money is a matter of faith.